Wir werden in der Swiss Life Arena spielen, weil das erste Mal, wo eine WM in der Schweiz austragen wird, von Anfang an in der Haupthalle spielen, in der grossen Arena. Und wir haben ein Ziel von 150'000 Zuschauern während der ganzen WM. Das ist ein stattliches Ziel. Aber wir glauben, wenn wir von Anfang an auch mit dem Eröffnungsspiel, mit dem Schweizer Spiel in der grossen Arena, der Swiss Life Arena spielen können, dann können wir erreichen. Es gibt aber weitere Gründe. Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit mit der ZSC Lions, wo es darum geht, der erste grosse Event, der in dieser Halle, mehrtägige Event, der in dieser neuen Halle dann wird stattfinden, dass wir dort durchführen können, gemeinsam mit ihnen. Das sind miteinander Synergien, die wir beide nutzen wollen, zu einem unglaublichen, hervorragend organisierten Event. Die neue Arena macht es besonders, dass wir eine nigelnagelneue Arena haben, die natürlich State of the Art ist mit den neuesten Technologien, mit einem sehr markanten grossen Videowürfel in der Mitte. Die Unihockey-Fans können sich ganz speziell freuen auf einer Arena, wo die Fans ganz nah am Spielfeld sein werden. Die Steilheit der Tribüne wird markant sein. Wo könnte der Stolperstein sein? Es gibt eigentlich zwei. Das ist einerseits jetzt die Corona-Situation, wo man nie weiss, ob es Probleme auf der Baustelle könnte geben könnte. Und der zweite Stolperstein könnte sein, dass wenn es jetzt einen kalten Winter würde geben, einen extrem kalten Winter, dass man dann bei minus 5 Grad und tieferen Temperaturen Probleme hätte mit dem Beton herstellen. Und das könnte der Stolperstein sein. Aber wir sind total im Zeitplan, sogar ein bisschen voraus. Und darum sind wir sehr zuversichtlich, dass wir den Zeitplan einhalten können. Ich glaube, die Planungssicherheit, wenn die Arena wirklich fertiggestellt werden kann, die haben wir im nächsten Frühling, wenn einerseits der Winter vorbei ist und der Rohbau fertiggestellt ist und nachher der Innenausbau kann angefangen werden und natürlich auch, wenn die ganze Corona-Situation im Griff ist. Ja, wenn die Swiss Life Arena nicht fertiggestellt wird, haben wir einen Plan B, Hallenstadion. Auch ein sehr guter Plan, da haben wir die beste Erinnerung an die WM 2012 in Zürich, wo wir das Finalwochenende der Männer-WM durchgeführt haben, mit ausverkauften Rängen, Samstag und Sonntag. Also ihr seht, wir sind gut gerüstet mit der Swiss Life Arena und wenn das nicht klappen würde, mit einer hervorragenden Organisation im Hallenstadion Zürich.